Liebe Freunde, Unterstützer und Medienvertreter, ich wurde heute dank eurer Hilfe und Unterstützung nach 7 Jahren aus der Zwangspsychiatrie entlassen. Ich war dort gegen meinen Willen untergebracht. Ich bin weder geisteskrank noch kriminell noch eine Gefahr für die Allgemeinheit. Aufgrund eines Schandurteils wurde ich zu 4 Monaten Freiheitsstrafe wegen angeblicher Körperverletzung und aufgrund eines Schandgutachtens zur Einweisung in den Maßregelvollzug nach § 63 StGB verurteilt. Und mir wurden 7 Jahre meines Lebens gestohlen. Diese 7 Jahre verbrachte ich hier in dieser Amperklinikum Taufkirchen und davon 1 Vierteljahre in der Hochsicherheitseinrichtung für Männer in Straubing. Diese werden hier. Moment, falsche Seite. Im Kämmerle. Im Kämmerle hat man mich eingesperrt. Ja. In der Ruhe liegt die Kraft. Mit Blattpflanze. Diese Einrichtungen sind von der Außenwelt abgeschirmte Folterhöllen, Menschen, Ausbeutungsfabriken, Blackboxes, Hadertauer-Ghettos. Es geht hier nicht um Hilfe, es geht hier nicht um Behandlung, es geht hier nicht um Therapie, es geht hier nicht um Besserung. Es geht um Missbrauch und Ausbeutung Abhängiger durch private Kliniken. Es geht um Macht und Profit mit Hilfe von Sklaverei und Menschenhandel. Es ist eine in sich geschlossene kriminelle Mafia, in der alle mitverstrickt sind. Ärzte, Psychologen, Gutachter, Betreuer, Richter, Staatsanwälte, auch Rechtsanwälte, Minister und die Politik. Im Grundgesetz Artikel 1 heißt es zwar, die Würde des Menschen ist unantastbar, das gilt aber nicht für Patienten im Maßregelvollzug. Diese werden hier entmenschlicht und zur Verfügungsmasse degradiert. Hier herrschen aufgrund des Nazi-Paragraphen 63 StGB und aufgrund fehlender Kontrollen in diesem rechtsfreien Raum, hier herrschen Gewalt, Willkür, Freiheitsberaubung, Einsperren im Zimmer, Isolation, weiße Folter, Zwangsfixierungen, Zwangsmedikation, Nötigung bis zu sexuellen Übergriffen durch das Pflegepersonal und alle Arten von Menschenrechtsverletzungen. Zwangsfixierungen werden immer noch ohne Beisein eines Arztes und nur auf Anordnung des Pflegepersonals und ohne Gefahr für Sicherheit und Ordnung der Station nur aus Sadismus und Machtgier gemacht. Die Mindestfixierungszeit war dabei 3 Tage, oft aber über mehrere Wochen, ohne dass die Patientinnen selbstständig essen und auf die Toilette gehen konnten. Sie wurden gefüttert und mussten in einer Bettpfanne ihre Notdurft verrichten. Ich hatte damals das Glück, dass ich nach mehr als 25 Stunden abfixiert wurde, weil mein Anwalt zu Besuch kam. Es wurden von Fritz Schuster, Martin Heidingsfelder und Roland Reimann mehr als 650 dokumentierte Vergehen zur Anzeige gebracht. Bisher ist nichts geschehen, an den Foltermethoden hat sich nichts geändert. Es ist eine gnadenlose Ausbeutungsmaschinerie, auf Kosten der Menschlichkeit, auf Kosten der Menschenwürde,
auf Kosten der Freiheit, Gesundheit und des Lebens der Untergepferchten. Man kann hier wirklich nicht von artgerechter Haltung sprechen. Dieses Euthanasie-Syndrom hat sich seit Ende des Zweiten Weltkrieges suchtartig ausgebreitet. In dieser Anstalt wurden schon Euthanasieopfer umgebracht. Dieser Saustall muss endlich ausgemistet werden. Es ist eine Schande für unseren demokratischen Staat. Es ändert sich erst etwas, wenn dieser Paragraph 63 StGB endlich abgeschafft wird. Abgeschafft und nicht reformiert, denn jede Reform ist nur Kosmetik durch diejenigen, die gegen diese Auswüchse bis heute nichts gemacht haben. Das Übel muss an der Wurzel gepackt und ausgerissen werden. Wir brauchen einen Paradigmenwechsel. Spustel Mollert und ich, wir sind nur die Spitze der Spitze des Eisberges in diesem Freibeutermeer. Liebe Freunde und Unterstützer und Pressevertreter, ich bitte euch auch im Namen aller zum Teil über Jahre und Jahrzehnte eingesperrten und misshandelten und im Namen aller durch unterlassene Hilfeleistung und vorsätzlich Getöteten und durch Selbstmord sich aus der Folterhölle entzogenen, weil sie keinen anderen Ausweg mehr wussten. Kämpft weiter, macht Druck, sorgt dafür, dass diese undurchdringlichen Mauern Risse bekommen und einstürzen. Ich selbst habe hier auf der Station F3 zwei Todesfälle miterlebt. Tote werden billigend in Kauf genommen und ihr Tod wird vertuscht. Ein Anfang ist gemacht, es bewegt sich etwas. Dafür möchte ich euch danken. An erster Stelle Fritz Schuster, dem unermüdlichen Kämpfer im Hintergrund vom Bundesverband Psychiatrieerfahrener in Recklinghausen. Er hat den Anstoß gegeben für vieles. Ohne ihn würde ich jetzt nicht hier stehen. Großer Applaus für Fritz Schuster. Er hat den Kontakt zu meinem Engel Nina Hagen hergestellt und durch sie bildete sich erst der große Unterstützerkreis für mich. Großer Applaus für Nina Hagen. Bravo. Ich bedanke mich auch bei Doris Simon, Pater Clemens, Marie Hoffmann, Sabine Rocke Westphal, Sabine Neuer, Beate Jenkner, Alfred Rott, Adi Dobler, Günther Mühlbauer, Rainer Müller, Caroline Kiesewetter, Ensemble des Theaters Niedersachsen, Stefan Eigner, Gustl Mollert, Kurt Raster, Iris Bester und alle anderen, die auch bei dem Unterstützerkreis von Gustl Mollert sind. Wenn ihr ein paar vergessen habt, bitte nicht böse sein. Zuletzt bedanke ich mich bei meinem Rechtsanwalt Dr. Adam Ahmed. Er ist einer der besten Anwälte. Applaus für Dr. Adam Ahmed. Kämpfen wir jetzt für Sema Altun Kainac Freilassung, die auch schon 9 Jahre eingesperrt ist und heute leider nicht raus durfte. Wo ist die Kranichkette? Aber ich habe eine Kranichkette für sie gemacht mit 1000 Kranichen. Es heißt, wenn man für jemanden 1000 Kraniche faltet, erfüllt sich für diese Person ein Wunsch. Dieser Wunsch ist die Freiheit für Sema.
Und ich bin davon überzeugt, dass wir alle zusammen es schaffen werden, ihr diesen Wunsch zu erfüllen. Applaus für Sema. Und jetzt gehen wir feiern. Bitte Kleine. Ach, die hängt im Bräuschtüberl. Du musst jetzt ins Bräuschtüberl gehen und die Kleine hätte gewonnen. Ich wünsche Ihnen beiden alles Gute. Sima, du hast es so lange entfernt von Frauen und schon verwechselt mal alles und jetzt doch so nah. Nein, Ilona, du hast es gut und so kurz wie möglich formuliert. Du sagst die Wahrheit und die Wahrheit sollten alle hören und wissen und hoffentlich zur Veränderung beitragen. Ich wünsche dir für deine Freiheit alles Gute und Beste. Ich wünsche dir für deine Freiheit ebenfalls alles Gute und Beste. Super!